Ich wusste nicht, dass auch Frauen in den Spezialverbänden dienen. Wes gehört zu meinen besten Leuten. Wo hat sie die blauen Streifen her? Ich habe sie aus den Fängen der Scoia'tael befreit. Sie war 16, als sie ihr Dorf niederbrannten und die Einwohner abschlachteten. Der Anführer fand Gefallen an ihr, darum lebt sie noch. Eins noch. Die Akte eines gewissen Geralt von Riva. Ja. Über Volltests Tod? Eher über Geralts Tod. Ein Bericht über Ereignisse vor 5 Jahren. Ja, ich bin gestorben. Riva, eine Stadt mit 1234 Einwohnern. 253 davon sind Anderlinge. Am 25. September 1268 gibt es ein Pogrom, ein Massaker. In den Straßen fließt Blut von Elfen und Zwergen in Strömen. Eine einzige Person stellt sich dem rasenden Mob entgegen. ...76 Anderlinge werden ermordet. Darunter auch der Hexer Geralt von Riva, der mit einer Mistgabel erstochen wird. Vom Mörder ist lediglich bekannt, dass er Rob heißt und 3 Kronen Schulden in einem nahen Wirtshaus hat. Jennifer von Wengerberg stirbt, als sie den Hexer retten will. Die Leichen von Geralt und der Zauberin schafft eine junge Frau mit aschgrauem Haar weg. Es ist nicht bekannt, wo die beiden begraben sind. Ich erinnere mich. Riva. Jennifer. Was ist mit dir? Ich habe das gesehen. Ich habe meinen Tod gesehen. Dein Gedächtnis kehrt zurück? Ich erinnere mich nur daran. Nur an das Ende. Wes! Verhör beendet. Fessle ihn. Den Schlüssel. Morgen segeln wir los. Die Wache holt dich in 5 Minuten. Komm nicht zu spät. Is. Kannst es brauchen. Ich soll den Schlüssel essen. Wie soll ich da dann rankommen? Geralt wird das schon tun. Boah, dieser Rücken, ey. Ganz schön narbisch. Noch gestern haben sie ihn als Helden auf Händen getragen. Kein Wunder, ich war Zeuge, wie er im Handumdrehen an die 20 Recken erschlug. Im Schlachtgetümmel auf den Mauern pfiff sein Schwert so schnell, ich konnte es kaum sehen. Als die Bestie kam, war ich sicher, dass sie ihn in Stücke reißt. Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Morgen wird er ja gevierteilt. Was wollen die eigentlich noch alles mit mir machen, um mich zu töten? Vielleicht sollten wir ihm selbst eine Lektion für Volltests Tod erteilen. An so einem Scheißhaufen macht man sich doch nur die Hände. Mir sind die Handschellen abgefallen. Hast recht. Helft ihr mir mal, sie wieder festzukriegen. Mensch, guck doch! Diese Missgeburt hat sich befreit! Verdammt! Wie hat er das gemacht? Wir gehen rein. Du von links, ich von rechts. Denkst wohl, du bist Monte Cristo? Achso, jetzt haben wir doch so Boxkampf. WD! Kopfnuss! Geralt! Ah! Ja, das ist aber gemein. Okay, der hat genug.
Der ist K.O. Ich von links, du von rechts. Hab ich gesehen. Beide K.O. gehauen. Das sind zwar nicht meine Ausrüstungsgegenstände, aber... besser als das, was auch immer ich da vorher hatte. Steuerung gedrückt halten. Das ist doch was. Ich hätte gerne... Verdammte Fackeln. Sie werden mich verraten. Hä? Was war das? Das ist doch nicht zu glauben. Geh ich in den Raum rein? Ja! War schon echt gerade ein bisschen strange, oder? Wollte mich eigentlich ja hier so hinstellen, warten, dass er wieder weggeht. Aber irgendwie ging das ja nicht. Feldwebel, tören Sie mich bitte um. Cooles Spiel, glaube ich. Ich bitte dich, guter Herr, hilf mir hier raus. Ich flehe dich an. Ich habe Kinder. Ich mache, was du willst. Ja, der Schlüssel funktioniert hier ja nicht. Dinge haben Probleme mit Türen. Die Dinger sind selbst nicht wach. Richtig cool. Der muss sich jetzt auch fragen, wo ist der denn hin? Wenn Sie mich dann an irgendeine Front schicken, verwatztes Pack. Tja. Da hat er Pech. Jetzt muss er sich einen Weg suchen, wie er mich hier unten kriegt. Da kann er nämlich nicht runterspringen. Er weiß nämlich nicht, wie das geht. Ist schon doof, wenn man nicht irgendwo runterspringen kann. Nee, ja. Wag es nicht. Ich führe nur Befehle aus, Herrin. Wessen Befehle? Unerheblich. Wichtiger ist, was von mir erwartet wird. Und zwar? Eine Unterschrift zu beschaffen, die bestätigt, dass Volltest nicht der Vater eurer Bastarde ist. Ich unterschreibe alles. Natürlich, Herrin. Das tun alle, früher oder später. Bitte, nicht das Eisen. Das muss nicht sein. Ich tue, was du willst. Alles hat seine Zeit. Dies ist die Zeit des Eisens. Ich flehe dich an! Dann ist die Zeit für ein paar Keile unter den Fingernägeln und schließlich zum Augenauslöffeln. Erst dann, zerstört und mit gebrochenem Willen, dürft ihr unterzeichnen, was der Schreiber aufgesetzt hat. Denn dann werdet ihr nicht widerrufen. Ah! Ihr könnt es nicht erwarten, was? Ein wenig Geduld. Das Eisen ist noch nicht ganz heiß. Ah, ja.
Ich weiß nicht, ob wir da weiter zugucken wollen. Ich hoffe, wenn die Folge rausfliegt, ich hab's ja nochmal, was das Zensieren angeht, aufgrund der nackten Brüste, ist ja YouTube und so. Du bist zu früh dran. Dein Termin ist erst morgen. Ja, ja. Du wirst mich wohl außer der Reihe hinrichten müssen, Henker. Der Schreiber, was will der denn? So, hier was mehr. Du lässt mich doch hier nicht zurück. Willst du mich nun endlich losbinden? Wenn bin ich zu flaschen. Das da und das da. Ich bin abhängig von deiner Gnade, Hexer. Und nun? Bedeck dich, Herr. In jetzt besseren Zeiten hat mir der König von dir erzählt. Sieh mir in die Augen und antworte mir. Hast du Volltest getötet? Nein. Ach, ich muss dir wohl glauben. Yep. Du solltest froh sein. Schließlich hätte ich dir sonst diese teuflischen Augen ausstechen müssen. Sie sind nicht teuflisch. Ich bin froh. Ich mag meine Augen. Ich mag die Wo Augen. Sind meine Kinder? Vergib mir, ich komme eben erst aus der Zelle und bin nicht ganz auf dem Laufenden. Dann bist du meiner Gnade ausgeliefert. Ich kenne diese Verliese besser als jeder andere. Ohne mich hast du keine Chance, von hier zu fliehen. Mit mir ist sie auch nicht sehr groß. Dann doch lieber mit dir. In diesem Fall sollten wir aufbrechen. Unterwegs kannst du mir erzählen, wie mein Sohn Arjan Lavalette gestorben ist. Ja, das ist auch noch so eine interessante Geschichte. Wir haben da aber noch so ein paar Sachen gefunden, denn... Du hast keine Chance. Meine Leute treffen immer. Sie gehören zur Elite der Streitkräfte Nilfgaards. Das sind doch nur zwei. Dafür haben sie die besten Armbrüste der Welt. Was willst du, Gesandter? Dir helfen, Herrin. Vielmehr dir einen Vorschlag unterbreiten. Die Lavalettes haben noch nie mit Nilfgaard paktiert und dabei bleibt es auch. Alles fließt, Baronin. Nichts ist konstant in dieser Welt. Es ist Zeit, sich an die neue Ordnung anzupassen. Ganz besonders, nachdem nun Arjan und der König nicht mehr sind. Du und die königlichen Kinder brauchen Schutz. Wo sind sie? Oben in der Burg. In Sicherheit und unversehrt bislang. Ich kann weiterhin für ihre Sicherheit garantieren und für die deine, wenn du mit nilfgaardischem Schutz einverstanden bist, Nilfgaarder in deiner Gegenwart ertragen kannst. Natürlich erwarte ich dafür nichts. Ich zweifle, Gesandter. Doch dein Trick funktioniert. Sei's drum, bring mich zu meinen Kindern. Ich wollte gar nicht in die obere Burg. Da solltest du auch nicht hin. Zu viele Leute da oben reiben sich schon die Hände angesichts deiner Hinrichtung morgen. Ich werde jetzt ein paar Verwaltungsangelegenheiten regeln, um die Baronin aus ihrer misslichen Lage zu befreien. Die Wachen beim Haupttor dürften damit für eine Weile ziemlich beschäftigt sein. Herrin, ich übergebe dich diesem ehrenhaften Ritter. Hexe, warte 20 Herzschläge lang ab und folge mir dann. Warum willst du einem Königsmörder helfen, Gesandter? Ich helfe einem Hexer, der den wahren Königsmörder finden könnte. Ich bin ein Mann von Prinzipien, der alle Formen der Gewalt verabscheut. Und außerdem repräsentiere ich ein Imperium, das stabile nördliche Nachbarn wünscht. Aber ich schweife ab. 20 Herzschläge und dann los. Herrin, dein Sohn ließ mir keine Wahl. Ich weiß, die Lavalettes waren schon immer stur bis zum Letzten. Er hat doch nicht gelitten. Ich glaube, er hat den Schlag gar nicht gespürt. Wenigstens das. Nun hast du berichtet, Hexer. Geh. Wie soll ich denn gehen? Ich soll dir folgen. Ach Mann, ist das mir eine. Das
ist das nur noch eine Woche. Ach ja. Hier ziehen wir nochmal Schuhe an, dann die da drüben tragen wir. So. Reicht's tragen wir den? Das haben wir hier im Inventar. Hol mich raus, bitte. Ich flehe dich an. Lass mich hier raus. Wenn du mir nicht hilfst, schreie ich dir die Garnison an den Hals. Kannst du nicht. Hä? Achso, hier lang. Okay. Gut. Dann hier einmal entlang. Du, mir nach! Ja, Exzellenz. Der läuft nicht nach, der läuft vor. Das war knapp. Ach, jetzt rennen die da alle so lang. Da kommt noch einer. Das ist der Langsame vom Dienst. So. So, mal schnell hier raus. Dankeschön und tschüss. Das hätten wir wohl geschafft. Glück, 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 Glück. Und deshalb.